zwei Wahr- oder Falschgeschichten. Eine davon stimmt, die andere ist falsch. Bei 7777 Daumen nach oben kommt die Auflösung hier auf YouTube unter dem Video online. Also lass jetzt einen Daumen nach oben da. Bei der wahren Geschichte kann etwas verändert sein. Ach ja, wer die Auflösung schon direkt haben will, erster Link in der Beschreibung. Denn in der neuen Folge Mystery Cast sprechen wir 2 Stunden über den wahren Fall. Auf allen Streaming-Anbietern, Spotify, Apple Music und so weiter. Erster Link in der Beschreibung. Lasst euch dann aber bitte auf die Folge auch ein. Fangen wir an. Geschichte Nummer 1. Die verbotene X-Factor-Folge. Die Jüngeren von euch werden X-Factor, das Unfassbare, wohl gar nicht mehr kennen. Wer es noch kennt, einmal eine 1 in den Chat. Aber an die Jüngeren, ihr habt da wirklich was in eurer Kindheit verpasst. Dieser Moderator, der legendäre Jonathan Frakes, präsentierte immer Wahr- oder Falschgeschichten, gruselige Mystery-Geschichten, Crime-Geschichten. Die Zuschauer mussten raten, welche stimmt. Also quasi war er der Vater von Jeros Kanal. So ein bisschen zumindest. Aber was die wenigsten wissen, eine Folge von X-Factor. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe mich vor so vielen gegruselt. Sie haben meine Kindheit geprägt, aber eine Folge wurde verboten. In dieser Folge wurde eine Geschichte erzählt von Jugendlichen, die nachts auf einen Friedhof gingen. Für eine Mutprobe. Als sie da ankamen, übertrieb einer der Jungs und sagte, kommt, lasst uns ein Grab öffnen. Wer traut sich? Einer der anderen meinte, dass ein Fluch auf diesem Friedhof liegen würde, es ein alter Indianerfriedhof sei. Und wenn man ein Grab öffnen würde, man bald selbst in einem liegt. Trotz des Fluches taten sie es dennoch. Und derjenige, der es geöffnet hatte, starb 3 Tage später bei einem Autounfall, als hätte es den Fluch gegeben. Okay, soweit zu der Geschichte. Wieso wurde diese Folge verboten? Am Tag nach der Erstausstrahlung fühlten sich unzählige Jugendliche dazu inspiriert, das auch zu tun. Sie schlichen also auf alte Indianerfriedhöfe und wollten Gräber öffnen. Die meisten von ihnen wurden Gott sei Dank vorher erwischt, ein paar schafften es aber auch. Und einer von ihnen starb kurz darauf bei einem Autounfall. Natürlich war es nur Zufall. Aber um weitere Leute davon abzuhalten, wollte man die Folge nicht weiter ausstrahlen. Falls diese Geschichte stimmt. Vielleicht ist sie aber nur frei von mir erfunden. Ist das nicht witzig? Über ein Format, das wahre oder falsche Geschichten hat, erzähle ich eine Geschichte, die vielleicht wahr oder vielleicht falsch ist. Lass einen Daumen nach oben da. Bei 7777 Daumen nach oben kommt die Auflösung online, kommentiert wahr oder falsch. Jetzt kommt aber die zweite. Bleibt bitte bis zum Ende dran und entscheidet erst dann. Geschichte Nummer 2. Der Kannibale. Ein Mann aus Deutschland wuchs ohne Vater auf, ohne seine Brüder, alle zogen weg. Und so hatte der kleine Ludwig einen Traum. Er wollte einen kleinen Bruder, jemand, der für ihn da war, jemand, der ihn nicht verlässt, weil er bisher immer von allen Menschen verlassen wurde. Doch in seinem Kopf entsteht eine kranke Fantasie. Er will jemanden aufessen, seinen imaginären Bruder, damit er für immer Teil von ihm ist, damit er eben nicht wegläuft vor ihm. Er sieht nicht, dass es illegal ist und vertraut sich auch keinem an. Nachdem seine Mutter auch noch stirbt, wächst sein Wunsch, seine kranke Fantasie in die Tat umzusetzen, immer weiter. Und was tut er also? Er sucht im Internet. So lange, bis er jemand findet, der auch darauf Lust hat. Der verspeist werden will. Denn er will niemanden entführen, er will, dass jemand freiwillig sein Bruder wird. Und wie gesagt, er findet jemanden. Sie treffen sich und er kann seine Fantasie umsetzen. Doch es dauert nicht lange, bis die Polizei herausfindet, was der Kannibale getan hat. Okay, welche der beiden Geschichten stimmt? Lasst einen Daumen nach oben da. Bei 7777 Daumen nach oben kommt die Auflösung online. Wer sie jetzt schon haben will, klickt einfach auf den ersten Link in der Beschreibung. Da kommt ihr zu der Auflösung auf Spotify oder ich habe auch Amazon Music, Apple Music verlinkt. Da haben wir über den wahren Fall eine ganze Folge gesprochen. Super spannend. Wäre cool, wenn ihr das mal abcheckt, euch mal darauf einlasst und die Folge euch wirklich mal ganz anhört. Auf jedem Streaming-Anbieter, wie gesagt, verfügbar. Analysieren wir alle Hintergründe zu dem wahren der beiden Fälle. Das war's von mir, die Welt ist böse und passt auf euch auf.